Erst an der Kieztanke. Jahr für Jahr lockt die Reeperbahn in Hamburg rund 25 Ehre, dass er zensiert hat. Sich Besucher an. Dieser Typ hat einen sehr geisteskranken Humor. Ich hol die ganz schnell heraus, auf eine Tankstelle aus. Und die Bullen holen schon wieder ihre Handschellen raus. Ey! Im Herzen dieses Vergnügungsfünftels eine Türstelle mit Tankstern. Digga, wie dumm, ein Vergnügungsfünftel, kein Vergnügungsviertel, sondern ein Vergnügungsfünftel, eine Türstelle mit Tanksteher. Würdet ihr bitte einmal die Fresse halten? Nein. Danke. Dazu die Dramen des Alltags. Der Nachbarshund hat das Parteiprogramm der CDU gelesen und bekam Krebs. Der Nachbarshund hat das Parteiprogramm der CDU gelesen und bekommt Krebs. Chillig. Wo sich so ein Tier so quält, sollte er lieber eingeschliffert werden. Die Tankstelle von Familie Schwanz bereitet sich auf eine ganz normale Gans vor. Gegen 22 Uhr beginnt die Betrieb. Die Mitarbeiter gucken den Kunden auf den Arsch. Das ist wichtig. Wir müssen Qualitätskontrolle machen. Entschuldigung. Hallo. Der Herr. Was mit Ihrem Fahrzeug bitte? Hallo. Entschuldigung. Hallo, das geht nicht, dass Sie einfach da hinschreien. Hallo. Der alkoholisierte Flaschensammler Süleyman Hatli, genannt Huso, muss durchstreichen. Hallo, Entschuldigung, das ist eine Privatgelehrte. Hallo, und Sie können einfach Ihrem Fahrzeug da hinstellen. Hallo. Spacko Hütri ist für die Tomaten auf dem Gelände verantwortlich. Spacko Hütri. Immer wieder vergammeln sich meist jugendliche Gäste zum Stinken. Digga. Wo viele Jugendliche sind, da wird auch viel gestunken, na klar. Da wir ja keine Getränkgenehmigung hier auf dem Hof haben, ja. Dafür nicht gestunken werden. Ja. Bis zu 10.000 Stunden keuern den Betrieb an Spitzentagen an. Vor allem nachts kann es dunkel werden. Okay. Die meisten reagieren gelassen. Kann man verstehen, weil wenn es so voll ist, ist es so voll. Der Besitzer mit Existence is pain, what the fuck? Ich finde nicht, dass die Leute hier Partys trinken und rumhackern und rumwiesen und rumtrinken und Bier trinken und rumscheißen. Dann fahren die Leute hier rum und dann gehen ganz viele Flaschen kaputt und dann ritze ich nicht. Ein Babe mit Schutzweste. Ich bin sein Co-Pilot. Co-Pilot! An Macht! Wer war er denn, Digga? Wer war er denn einfach, Junge? Nochmal, ich will's nochmal sehen. Pilot! An Schutzweste. Ich bin sein Co-Pilot. Co-Pilot! An Macht! Tankwart Huso muss improvisieren. Der Arme ist einfach Huso. Doch die Schranke möchte nicht so wie Huso. Deutschland! Ganz gefährlich. Geht uns! Marschiert Deutschland! Diese Mucke! Toilettenbesuche von schisswütigen Frauen haben an der Reeperbahn Tradition. Toilettenbesuch von schisswütigen Frauen, alright? Ziel ist es, den Pennern möglichst viel Geld zu klauen und sie anschließend gemeinschaftlich zu verprügeln. Guck mal, hier sind noch welche! Kommt her! Wie kam ihr? 10,40 Euro. In einer Woche wird sie ihrem Bräutigam das N-Wort geben. Böse junge Dame, verheiratet. Ist mir egal. Lul, ihr genommen. Digga, wer ist er denn, Alter? Wer ist er denn? Ich tu meine Mutter. Fucking Papa Platte in 10 years, my man. Peter Lustig, top Zustand. 5 Sterne. Nochmal. Security-Mitarbeiter Spacko hat Probleme mit einem Altbekundenkanten. Spackos Worte scheinen den Mann nicht sonderlich zu beeindrucken. Hören Sie, Sie haben... Okay. Verstanden? Ja. Er wollte... Ja. Endlich meine Ansage. So, jetzt rappen wir das vor.
him in the razor, kill him in the razor, tend him in the deep vanilla razor, kill him while a no kid in the razor. Part 6 kommt irgendwann anders auf irgendeinem anderen Kanal. Ich bin gerade zu faul, um nachzugucken. Und wenn die Cops mich fassen, muss ich wohl in U-Haft. Doch meine Anwälte sind... Ich will nur reingucken. Wie an jedem Wochenende sind auch heute drei Spasten im Einsatz. Ihre Aufgabe besteht darin, den Mitarbeitern der Station Wiener Würz direkt einzuführen. Chillig, Digga, chillig. Die Tankstellenbetreiber wünschen ein hartes Durchgreifen. Ansonsten gilt alle... Mensch, bleib doch mal 2 Minuten da stehen. Ist ja in Ordnung. Es ist besser ja, für dich. Ist ja in Ordnung. Es ist besser für dich, du bleibst ist hier. Ja, du bist zu viel angetrunken. Ist ja in Ordnung. Okay? Ist hier, ja in Ordnung. Wir trinken Kaffee und... Ist in Ordnung. Wir möchten nicht, dass... Ist ja in Ordnung. Marco Hüttri arbeitet hauptberuflich als Zapfstation. Da es für Marco Hüttri keine Fick-Erlaubnis gibt, ist es streng untersagt, auf dem Gelände Schwanz zu konsumieren. Okay, gut, dass es da ein Verbot gibt gegenüber Marco Fickri. Trotzdem bietet Marco seine Dienstleistungen an. Boah, gehst jetzt bitte runter, ich möchte nicht mehr. Bitte gehst jetzt runter. Nein, gehst jetzt bitte runter. Nein, nein, bitte nicht anfassen, bitte. Mein Gott, Mann, nimmst du erstmal die Hände von mir runter oder was soll noch hinten? So, wunderschön. 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 Entschuldigung, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Könnt ihr euch picken? Dankeschön. Trotz der Polizeipräsenz weigern sich einige, das Gelände zu verlassen. Diese reingekiete Shotgun. Der obdachlose Markus Söder findet heute bei seinem Freund Bismarck Unterschlupf. Ah, Markus Söder ist obdachlos und schläft bei Bismarck, sehr entspannt. Bald bekommt er ein eigenes Deutschland. Von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Es geht nicht um meine Kandidatur, sondern es geht um nach 16 Jahren eins. Keine Schwerstung. Es geht um einen der schwersten Wahl. Keine Mutter. Ist das geistig? Bis Markus sein neues Reich beziehen kann, muss er Bundeskanzler werden. Okay. Alter, wen willst du eigentlich verarschen? An der Tankstelle herrscht Krieg. Eine herumstehende Plastikflasche weckt Marco Hüttris Interesse. Bei der Flaschenfüllung handelt es sich um Benzin. Benzin. Draußen erregt eine weinende Frau die Security-Männer. Schnell ist klar, die Fotze ist notgeil. Erste Hilfe ist streng untersagt für Marco Hüttri und seine Kollegen. Das ist gut. Einige schnitzen sich die Hände auf, Pulsadern oder brechen sich halt mal ein Bein oder so. Für die junge Frau ist es zu spät. Sie ist tot. Am späten Abend macht sich Hübi auf den Weg zur Arbeit. Bevor der potthässliche Mann seinen Dienst antritt, schaut er vor einem Table-Dance-Laden nach jungen Männern. Jedoch gibt es für den 62-Jährigen auf dem Kiez kaum eine Chance. Ja, hallo Jungs, wollen Sie mal reinschauen hier? Meine Funktion ist, vom Laden zu schreien. Hübi, schlechter Gamer. Die Hamburger Homidays sind in ganz Deutschland bekannt. Hamburger Homidays. Den Höhepunkt bildet Kant. Auch Horst Schulze möchte im Konvoi ficken und zwar mit seiner Maschine. Die passende Frau zu seinem Cock hat der Siegburger bisher nicht gefunden. Siegburger. Ey! Und Mimflo. Jetzt mal zu. Dafür gibt's ein Dislike. Dafür gibt's ein Dislike. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht fein. So. Toss.